Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute gibt es mal wieder eine entspannte Storytime. Keine Shih-Tzu-Storytime, sondern eine Storytime für mein Leben. Und heute fangen wir mal mit dem Thema an. Warum war ich ein Misanthrop und wie hat sich das geändert? Nur für die Leute, die nicht wissen, was ein Misanthrop ist, das ist jemand, der einen ganz besonderen Hass auf die Menschheit hat. Und das will ich euch kurz erklären, wie ich Misanthrop geworden bin. Das ist ein schleichender Prozess, also ein Prozess, der sich langsam entwickelt. Und dann noch, wie ich rausgekommen bin aus dem Misanthropendenken. Also angefangen hat alles damit, dass ich einfach die Dummheit der Menschen, manche Menschen sind einfach so dämlich. Aber man darf eigentlich keinen verurteilen, weil man müsste vorher in seinen Schuhen gehen und sein Leben durchmachen. Dann weiß man, warum diese Person so ist. Drum, früher habe ich öfter Leute verurteilt, jetzt denke ich mir, jeder hat seinen eigenen Weg. Und auch wenn sie einen kompletten Schaden haben, ist er nicht schlecht. Ein Schaden, ich habe auch einen Schaden, jeder hat einen Schaden. Das macht die Menschen individueller, weil sie alle ihren eigenen Schaden haben. Aber gehen wir weiter. Früher war ich ziemlich anti, pessimistisch. Und jo, ich habe halt viele Menschen dämlich geachtet. Dann habe ich dann noch Deep Web Videos von Multi zum Beispiel, den Kanal könnt ihr googeln, ist ein guter YouTuber, ich schaue ihn zwar nicht mehr, weil ist nichts mehr für mich. Aber der hat halt Creepypasten, also Gruselgeschichten, ich glaube auch manche, die wirklich passiert sind. Und Deep Web Videos gemacht. Was im Deep Web so ist. Im Deep Web gibt es zwei Seiten, wie immer im Leben. Eine lichtvolle und eine dunkle. Die meisten, wenn sie an Deep Web hören, denken an Drogen kaufen und andere Sachen. Aber im Deep Web gibt es zum Beispiel Sklaven, die Sexsklaven, die verkauft werden ohne Gliedmaßen. Da haben wir einen extra Arzt dafür. Das ist einfach so richtig krank. Vielleicht möchte ich das Video auf 18 drehen. Aber ja, dann gibt's auch noch Pet Crasher und so, die werden geil drauf, wenn man auf Tiere raufsteigt. Das Dämlichste, die können einfach weg, diese Menschen. Und das habe ich mir früher auch gedacht. Aber früher habe ich gedacht, das ist mein Dasein, ich muss die wegkriegen. Aber die können einfach wegspenden, dann muss das. Ja, das ist einfach kranker, gell? Auf jeden Fall habe ich immer mehr Deep Web Videos angeschaut, immer kränkere Stories und so, immer mehr dazu. Drum habe ich auch noch nicht mehr abonniert, weil ich will mich hier, ich ignoriere das Negative nicht, aber ich fühle mich wohler, wenn ich jetzt immer aufs Positive achte, auch bei den Menschen. Ich finde, jeder Mensch, alles was es gibt, hat auch seine positiven Seiten. Wie zum Beispiel Schizophrenie meine. Man glaubt natürlich, na, die ganzen Fuck-Stimmen, Halluzinationen und so, wenn man richtig einen aktiven Schub hat, noch schlimmer. Aber man kann auch viel daraus lernen, wenn man damit umgehen kann. Das ist sehr nice. Da mache ich mal ein eigenes Video darüber, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall habe ich mich da immer mehr rein. Wahrscheinlich war ich da schon ein bisschen schizophrener, leichte Vorstufe, Wanggedanken schon langsam. Auf jeden Fall war ich komplett Anti-Menschheit. Wollte mir ein Paradies erschaffen, wo nur mehr gute Menschen leben können, aber das war schon wieder so Dark-Denken da in der Zeit. Und da kann ich auch gerne ein Video darüber machen. Meine darke Vergangenheit, darken Gedanken früher. Aber jetzt geht es darum, warum ich Misanthrop war. Und was hat mich ausgeholt aus dem Misanthropendenken? Also, was hat es gemacht, dass ich nimmer mehr die Menschheit alle verurteile? Oder nur die Schlechten? Ich meine, die Schlechten kann man ja trotzdem verurteilen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall die Schizophrenie, weil ich dachte, Gott hat mir ein bisschen Spiritualität gegeben und so, weil ich verschiedene Erlebnisse gehabt habe und das hat sich manchmal zusammen, ich habe mich halt informiert, war eine Zeit lang richtig spirituell. Ich bin so einer, der in Extremen herumschwankt. Jetzt habe ich mehr meine Mitte und dafür bin ich sehr dankbar, aber es war auch ein langer Weg. Auf jeden Fall, jo, bei mir hat das immer so rumgeschwankt und da war ich auch voll spirituell. Jetzt habe ich auch einen Glauben, ich glaube ans Universum, ich glaube an die Natur und so. Ich meine, das ist logisch, dass es die gibt, aber ich glaube, da ist mehr dran, als man sieht. Ne? Auf jeden Fall, durch die ganzen Gespräche mit den Stimmen und wie ich noch dachte, bis Gott, war ich ja ganz spirituell und da hat sich das entwickelt, so ein leichter Optimismus. Aber hin und wieder auch Pessimismus, weil ich war ja auch schon ziemlich am Boden durch die Schizophrenie. Ich habe ja schon ein Video zu meinem Suizidversuch gemacht.
meinen Gott sei Dank erfolglosen. Und da habe ich meine Schutzengel dabei gehabt. Auf jeden Fall habe ich mich immer weiterentwickelt. Das ist ein fortlaufender Prozess und jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich positiv. Jo, und wie schon gesagt, die Schizophrenie war einfach die extreme Kehrtwende. Am Anfang voll viel Drogen und so, Scheiße bauen und so, und dann Schizophrenie, Gott hören, auf einmal ganz. Auf jeden Fall, ja, hat mich das rausgeholt. Und jetzt bin ich auch schon ziemlich draußen aus der Schizophrenie. Ich meine, ich höre immer noch Stimmen, was wahrscheinlich einfach Gedanken sind, die nicht abgespaltene, da kann ich ein extra Video auch machen, so viel extra Video, da ist viel Content dabei, Leute. Auf jeden Fall, das war's, glaube ich, für heute wieder mit dem Video. Ich würde gerne ein Fuck Wizard machen, also FAQ Wizard, Frequently Asked Questions. Auf jeden Fall, yo, wenn ihr irgendwas über meine Vergangenheit wissen wollt oder über mein Leben, was euch interessiert, stellt einfach die Fragen in den Kommentaren unten. Und das war's wieder mit eurem Wizard. Schönes Wochenende. Peace out.